Ja. Moment. Jetzt geht's los. Ja, es freut mich sehr, dass ich heute meine Gentle Spine Care vorstellen darf. Mein Name ist Brigitte Nader-Elisa Korinek, bin Dozentin der Salutogenese, natürlich diplomierte Mentaltrainerin nach Depperwein. Und ich bin Erwachsenenbildnerin in der Gesundheitsprävention. Ich bilde Präventionspraktiker, wo die Basis die Ausbildung zum Mentaltrainer natürlich ist. Mein Institut wurde 2006 gegründet. Ich habe über, sage ich jetzt mittlerweile, 25 Jahre Erfahrung in Praxis und Ausbildung von Therapeuten, habe auch junge Ärzte in Ausbildung am Institut meine Erfahrungen und mein Wissen weitergeben dürfen. Und große Liebe 2017, der Hanf. Also auf das habe ich schon sehr lange gewartet, weil viele Menschen hier ganz einfach Hilfe bekommen, durch diese Pflanze bekommen können. Ich habe meine Mutter gepflegt, viele, viele Jahre, und wäre sehr froh darüber gewesen, diese Kraft des Hanfs nutzen zu dürfen. Seit 2017, Dezember 2017, ist auch der Hanf an unserem Institut eingekehrt, fixer Bestandteil geworden. Ich habe jetzt diese Präsentation vorbereitet, weil ich nicht wusste, welche Gäste hier sind. Sind es jetzt schon Therapeuten oder Geschäftspartner, wie auch immer, oder sind auch Gäste hier? Also bitte um Entschuldigung, wenn ich hier gewisse Dinge vielleicht sage, die euch schon geläufig sind, dann seht es einfach als kleine Wiederholung. Ja? Gesundheit ist als Dozentin der Salutogenese für mich natürlich und so für die Menschheit ein ganzheitlicher Zustand, so sollte es sein. Und es ist der Zustand, wenn man es so definieren will, völligen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Das ist, sage ich jetzt einmal so zu verstehen, dass alleine das Fehlen von Krankheit nicht bedeutet, dass man gesund ist, weil die Ganzheitlichkeit natürlich hier ein sehr großer Begriff ist. Ja? Also, dass ich mit den Prozessen in meinem Leben, mit den Herausforderungen, die ich habe, ganz einfach stimmig und gesund umgehen kann. Ich sage nicht richtig oder falsch, ich sage einfach gesund, für mich gesund, die Herausforderungen des Lebens zu schaffen. Und darin liegt das Ganze. Ja. Es geht um Cannabis. Ich habe eine Methode entwickelt der speziellen Aufnahme von Cannabis über die Wirbelsäule. Da komme ich dann noch später im Detail dazu. Hier jetzt einmal zum Verständnis sollten jetzt ganz neue Interessenten da sein. Cannabis ist der Name einer Gruppe von Pflanzen aus der Familie der Cannabaceae. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es natürlich verschiedene Pflanzen. Und die natürlich auch unterschiedliche Verwendungszwecke haben. Und wir haben hier den Vergleich bildlich dargestellt von den Zitrusfrüchten zum Beispiel, bestimmte Früchte, sondern wir haben hier eine Gruppe von Früchten und da gibt es die Limette, die Zitrone, die Orange, Grapefruit und so weiter. Und ähnlich ist es auch mit Cannabis. Ja? Also sie mögen gleich, ich sage ähnlich aussehen, sind aber doch tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja, wir unterscheiden hier die gängigsten Sorten von Sativa und Indica. Es gibt auch die Ruderalis, die aber weniger Bedeutung findet. Das heißt, Cannabis Sativa ist der klassische Hanf, ja, mit industrieller Nutzung und natürlich den medizinischen Einsatz. Indica ist das klassische Marihuana mit dem psychoaktiven
und berauschenden Anteil hat eine hohe Konzentration an THC. Hanf Sativa hat eine hohe Konzentration an CBD, also der nicht psychoaktive Teil. Ja. Ich habe hier jetzt geschichtlich eine kleine Reise vorbereitet in die Welt des Hanfs. Der faszinierendsten Nutzpflanzen der Welt. Hanf wächst von 0 auf 4 Metern in nur 100 Tagen. Fähig. Schädlinge kennt der Hanf nicht. Er wächst schneller als jedes Unkraut und benötigt weder Dünger noch Pestizide. Faszinierend seine Eigenschaften. 80% aller Seile, Taue und Segel wurden früher aus Hanf gemacht. Kein anderes Material eignet sich besser. Extrem wasserabweisend und rissfest. Und sehr gesund. Öle gehören zu den gesündesten Nahrungsmitteln überhaupt. Wussten Sie, dass sein Eiweiß- und Proteingehalt nur von der Sojabohne übertroffen wird? Und Hanf mehr Omega-3-Fettsäuren besitzt als Fisch? Null Abfall. 97% der Pflanze wird verarbeitet und genutzt. Fasern, Stroh und Samen. Das schafft sonst keine Agrarpflanze. Weltrekord. Und ökologisch gesehen ist Hanf ein wahres Wunder. Es bindet mehr CO2 als Wald und hat als Pellet den gleichen Brennwert wie Braunkohle, aber null Treibhauseffekt. Die extrem robuste Hanfsehne machte schon 5000 vor Christus den Bogen zur effektivsten und modernsten Waffe, da sie enorme Zugkräfte aushielt und äußerst wasserresistent war. Ägypter, Römer und Griechen legten Hanfkleider auf ihre Haut. Ihre geringe Feuchtigkeitsaufnahme machte sie zur Funktionskleidung des Altertums. Unter Karl dem Großen konnte man mit Hanf seine Steuern bezahlen. Eine wahre Bio-Währung. Gutenberg druckte die erste Bibel auf Hanfpapier und viele Jahre später folgt die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ebenfalls auf Hanfpapier. Kolumbus entdeckt Amerika mit 80 Tonnen Hanf an Bord, in Form von Tauen, Segeln und nicht zuletzt wertvollen Gastgeschenken aus Hanfsamen und Kleidern. 1873 fertigt Levi Strauss seine Jeans natürlich aus Hanf. Der Stoff war wesentlich wärmer und reißfester als die beste Baumwolle. Zwei Pferde versuchten die Jeans auseinanderzureißen, erfolglos. Schon seit Hildegard von Bingen zählte Hanftinktur zu den meistverordneten Arzneien. Und auch Queen Victoria ging ohne sie nicht aus dem Palast. Flammpower. Hanf bewegt eine ganze Generation und Cannabis ist das Rauschmittel der Hippies und Blumenkinder. Ohne Hanf keine sexuelle Befreiung und keine Rockmusik. Hightech und wegweisend. Die Automobilindustrie nutzt Hanf für Formpressteile und Faserverbundstoffe. 15% der weltweiten Hanffasern werden in Automobilen verbaut. Tendenz steigend. Und heute? Hanf erlebt seit Jahren eine Renaissance. Er wird zunehmend angebaut und für viele neue Anwendungsbereiche entdeckt. Ja, ich hoffe, die Qualität des Videos war halbwegs akzeptabel. Wir steigen auch gleich ein in das Thema der Inhaltsstoffe. Die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze sind die sogenannten Cannabinoide, wo es ja mehrere hundert mittlerweile schon nachweislich gibt. Die Cannabinoide, die ich über die Hanfpflanze einnehme, sind die sogenannten exogenen Cannabinoide, also die ich von außen dem Körper zuführe. Es gibt über 400 Inhaltsstoffe, die sich in dieser Pflanze auch noch weiter befinden, wie Chlorophylle, Terpene, Flavone, Flavonoide, Pflanzenwachse, Harze und so weiter. Einer der Cannabinoid-ähnlichen Stoffe ist zum Beispiel Beta-Carophyllin. Es ist einer meiner Lieblingsstoffe, weil es einen hohen schmerzlindernden und entzündungshemmenden Prozess auslösen kann. Beta-Carophyllin ist ein Terpen, welches sich im Körper wie ein Cannabinoid verhält. Also es kann hier Interaktionen mit dem sogenannten endokannabinoiden System
stattfinden lassen. Beta-Carophyllen finden wir auch im Oregano, im schwarzen Pfeffer, aber natürlich nicht in so einem Verband wie in der Hanfpflanze. Das Beta-Carophyllen kann sich in dieser äußerst hilfreichen Form ganz besonders entfalten durch das Vorhandensein der anderen Cannabinoide und Inhaltsstoffe der Pflanze. Es ist auch ein Ausgangsstoff für neue Arzneien. Mittlerweile weiß man das schon. Wir unterscheiden im CBD und THC, habe ich schon erwähnt. Und CBD ist der nicht psychoaktive Teil und das bekannteste Cannabinoid, welches man kennt, gemeinsam mit dem THC. Und es sind natürlich auch sehr viele Wirkspektren bereits entdeckt, erforscht und also auch in Europa ist das eingekehrt, weil der Hanf wird ja schon in vielen Schriften erwähnt, wie wir bei dem Video auch gesehen haben. So. Terpene sind ganz wichtige Bausteine. Ja. Terpene bestimmen den Duft und den Geschmack von Pflanzen. Und sie sind in der Lage, also Cannabis ist in der Lage, 120 verschiedene Terpene herzustellen. Und Terpene sorgen dafür, dass die Pflanze sich schützen und auch nähren kann durch sich selbst. Weil Terpene sorgen dafür, dass Feinde abgewehrt werden und nützliche Tierchen für die Bestäubung und Anlockung wertvoller Insekten natürlich auch sorgen kann. Das ist durch den Duft. Ja. Und Terpene beeinflussen auch, wie viel Cannabinoide die Blut-Hirn-Schranke überwinden und ins Gehirn gelangen. Und es geht ja heute in meiner Präsentation hauptsächlich um die von mir entwickelte Methode, die Gentle Spine Care. Und da können wir mit speziellen Griffen und Wirkstoffen dafür sorgen, dass wir über die Wirbelsäule, den Rückenmark, ja, hier auch das Gehirn, die Ligma, die Gehirnkammern, die Flüssigkeit hier nähren können. Also da wir hier am Institut mit sehr natürlichen Rohstoffen arbeiten und immer in einem vollen bzw. breiten Spektrum arbeiten, ist das auch gegeben. Ich schaue jetzt nur, ja, die Wissenschaft kennt über 8000 Terpene und über 30.000 verwandte Terpenoide. Ja? Und wo werden die jetzt gebildet in der Pflanze? Das heißt, die Cannabis-Terpene werden in den sogenannten Trichomen der Cannabispflanze hergestellt. Und wenn man diese Pflanze anschaut, ja, bei der Firma Depper Wine Collection darf ja der Hanf auch in der freien Natur gedeihen und wachsen. So ist dann eine Phase, wo die Blätter so glänzend, klebrig und auch pilzförmige Kristalle sieht man dann, die sich da ansiedeln. Und die sitzen auf den Blättern und Knospen. Und das sind die sogenannten Trichome und da werden die Terpene hergestellt. Ja, Beta-Carophyllen habe ich schon erwähnt. Ja, und jetzt kommen wir dem sogenannten endokannabinoiden System. Das endokannabinoide System ist das größte selbstregulierende System des Menschen, aber auch des Tieres. Also alles, was eine Wirbelsäule besitzt, hat auch dieses System. Und es wurde 1992 erstmals entdeckt und wird bis heute in der Schulmedizin leider nicht gelehrt. Als meine, sage ich jetzt einmal, als Referentin durfte ich auch sehr viele Vorträge
von Fachpersonal, von Ärzten, für Ärzte auch machen. Und ja, und ich sage jetzt einmal, diese Schulmediziner sind schon sehr angetan davon. Manche kennen das System, aber sehr wenige. Und ich kenne sehr viele Ärzte aufgrund meiner Vorträge auch, die sich dann mit diesem System definitiv auch auseinandergesetzt haben. Also 1992 wurde das erstmals entdeckt und es wurde das erste Endocannabinoid, also das körpereigene Endocannabinoid, entdeckt und das ist das sogenannte Anandamid von diesem Forschungsteam. Und aufgrund dieses Signalsystems, ja, was da eben entdeckt wurde, haben diese Forscher das System eben nach den Cannabinoiden, den Endogenen, benannt. Das endokannabinoide System reguliert und steuert, wie man hier sieht, sehr wichtige Prozesse in unserem Körper. Ja? Bewusstseinszustände, Emotionen, Schlaf-Wach-Zyklen, Verdauung, Schmerzempfinden. Ich komme dann noch zu einem Bild, wo man es noch verdeutlicht sieht. Ja? Und natürlich finden Regelungen statt. Also grundlegende Funktionen und Muster, die der Körper durchzuführen hat, werden hier reguliert. Und diese Regelsysteme sind Stimmung, Schlaf, Stoffwechsel, Appetit und so weiter und so fort. Wir sehen jetzt hier, dass dieses System aus den sogenannten CB1 und CB2 Rezeptoren besteht. Zellrezeptoren sind wie Schlösser. Ja? Und die Schlüssel dazu sind die Cannabinoide. Und einen Teil davon haben wir natürlich zu essen. Es ist ähnlich wie mit den Aminosäuren zu verstehen, die ja ganz einfach auch nur wie bei einem Lego-Set funktionieren. Also unsere Aminosäuren können uns unterstützen bei Ausleitungsprozesse, Umweltgifte und so weiter, wenn sie diese Aminosäurenkette bilden. Die kann aber nur gebildet werden, wenn die, die nötig sind zu essen, gegessen werden, dass dann hier auch wieder die Interaktion stattfinden kann mit den körpereigenen. Und genauso ist es hier. Ja, man kann sich das vorstellen, wenn man Playmobil kennt, man gibt so fertige Sets, ein Auto. Ja? Ich kaufe mir ein Lego-Set und will ein Auto bauen. Und jetzt mache ich auch die Schachtel und da sind nur 3 Räder drinnen. Also das Auto wird nie fahren können mit 3 Rädern. Wir brauchen 4. Und ähnlich ist es natürlich hier auch bei den Aminosäuren, welche ich gerne hernehme, als Vergleich mit dem, mit diesen Interaktionen im Endocannabinoid-System. Wir haben hier viele Aufgaben, was das System durchzuführen hat, aber es ist angewiesen auf das, was wir hier von außen dem Körper zuführen. Und das können wir natürlich mit dem Hanf tun, um dass die körpereigenen Prozesse hier harmonisch ablaufen können und dann die Kommunikation mit dem Ausgleichssystem der Homöostase stattfinden kann. Wir sehen anhand des Bildes die umfassenden Bereiche, wo dieses System tut, ganz einfach. Ja? Also die Augen, das Herz, der Bauch, die Pankreas, Bauchspeicheldrüse, der Verdauungstrakt, die Knochen, die Mandeln, die Milz, die Lymphozyten, ja, das Gehirn, Großhirnrinde, Kleinhirn. Wir haben den Hirnstamm, der hier versorgt wird mit den CB1 und 2 Rezeptoren. Wir haben die Basalganglien, das sind mehrere Kerne des Endhirns betroffen, ja. Wir haben den Riechkolben, wir haben den größten Teil des Zwischenhirns, der hier auch versorgt wird. Ja? Und Hypothalamus liegt im Zwischenhirn, kontrolliert unsere Gefühle. Ja, die Hypophyse, Hirnanhangdrüse, wir haben die Schilddrüse, die auch hier versorgt wird. Und versorgt gehört mit Cannabinoide.
Wir haben die oberen Atemwege, die Leber, die Nebennieren, Eierstöcke, Gebärmutter, Prostata, Niere, das gesamte Kreislaufsystem und der gesamte Bereich der Linderung und Schutz für den Körper bedeuten. So. Also, noch zusammenfassend, unsere Zellen haben Rezeptoren für Cannabinoide, CB1 und CB2. Die CB1-Rezeptoren sind hauptsächlich im zentralen Nervensystem angelegt, CB2-Rezeptoren, peripheren Organen und so weiter. Und das ECS in abgekürzter Form benötigt Cannabinoide, um bestimmte Signale zu übermitteln. Stellen wir uns hier eine ganz simple Analogie vor. Und zwar eine solche, als wäre der Körper ein Haus. Betrachten wir unseren Körper mal als Haus. Und in dem Inneren des Hauses fungiert das endokannabinoide System als Hausmeister. Er arbeitet als Hausmeister, das ECS. Wird das Haus beispielsweise zu warm, öffnet der Hausmeister die Fenster. Oder er schaltet die Klimaanlage ein. Und wird das Haus zu kalt, schließt der Hausmeister die Fenster und schaltet die Heizung ein. Und wird das Haus schmutzig, dann reinigt es der Hausmeister. Aber er weiß auch ganz genau, wann er mit dem Aufräumen aufhören soll. Weil sonst, er schmeißt ja auch die Möbel nicht raus. Ja? Wenn der Abfall beseitigt wurde. Also der Körper ist das Haus, das Endokannabinoid-System ist der Hausmeister und die Cannabinoide sind die Botschaften, die der Hausmeister zu den Aufgaben dazu erhält, die zum Erledigen sind. Also ich liebe diese Art der Analogie, da kann man sich das wirklich etwas anders auch vorstellen. Ja, das Schlüssel-Schloss-Prinzip schaut einfach so aus. Ich kann den Schlüssel mit meinem Wohnungsschlüssel nicht die Wohnung von meiner Nachbarin aufschließen. Und genauso funktioniert das mit den Zellrezeptoren im endokannabinoiden System. Ja, wenn ich jetzt hier synthetische Cannabinoide zu mir nehme, dann wird das nicht funktionieren. Ja, es kann mir hier die Natur, die reine Natur in einem vollen Verband ausschließlich zu 100% dienen. Ja? Also, das heißt, das Endokannabinoid-System reguliert die Körpersysteme, dass die Homöostase aufrechterhalten bleibt. Homöostase ist ein Begriff, der in der Psychologie und auch in der Medizin verwendet wird und es ist ein Zustand des Gleichgewichtes, der für gesunde Körperfunktionen notwendig ist. Und jetzt können wir uns vorstellen, wie viel wir uns da Gutes tun können, wenn wir dem Körper die Cannabinoide zuführen. Die Homöostase jetzt, ja, das ist dieses Ausgleichssystem, wenn man sich vorstellt, wie so ein Stehaufmandel oder diese Waage, wo man sagt, es wird nie eskalieren, die Homöostase gleicht immer aus. Und das kann man sich vorstellen als einen begrenzten Bereich von Zuständen einfach. Ja. Und innerhalb dieser Begrenzungen eben der Körper so funktioniert, wie es die Natur für uns vorgesehen hat. Und ein Beispiel dazu wären folgende Körperfunktionen von homöostatischen Prozessen gesteuert, wie zum Beispiel der Blutzuckerspiegel, die Körpertemperatur, der pH-Wert des Blutes, die Regulierung des Wasser- und Mineralstoffhaushaltes und so natürlich auch die Ausscheidung von Stoffwechselabfällen und so weiter. Man kann sich das jetzt so vorstellen, hier habe ich ein Bild von der Zelle, ja, dies ist eine Zelle mit einem Zellkern und wir haben hier den Rezeptor, ja, und hier ist ein Signalstoff, ja, da haben wir die Zellmembran, ja,
Und hier wird das Signal übermittelt. Und ein Signalstoff ist zum Beispiel CBD. Es gibt CBN, es gibt CBG, ja, aber wir sind heute beim CBD und das CBD ist ein so ein Füllstoff. Ja. Das heißt, wir haben hier einen Rezeptor, ein Schloss, wir haben hier den Signalstoff, der Schlüssel, geht rein, sperrt auf und die Information kann an die Zelle abgegeben werden. Und das funktioniert nur mit der reinen Natur. Und was das Schöne ist, Rezeptoren sind sehr selektiv und sensitiv. Ja? Man braucht nur für den Rezeptor bestimmten Signalstoff, wie ich es gesagt habe, die passen zueinander. Ja? Und eine minimale Menge reicht, um den Rezeptor zu aktivieren. Aber hauptsächlich der Europäer ist ja so gestrickt, dass immer mehr besser ist. Ja, aus dem Grund ist es ja für viele Menschen wichtig, dass da 100% und noch mehr Prozent, aber gerade im CBD-Bereich ist das absolut kein Thema und auch hat auch keine Wichtigkeit, die Prozente. Wichtig sind die Milligramm, die ja auch bei dem Produkt der Depperwein Collection angeführt sind. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen für euch hergerichtet über den klinischen Endokannabinoidmangel. Vielleicht wird sich der eine oder andere denken, jetzt bin ich hier, weil ich möchte ja diese tolle Massage kennenlernen und jetzt kriege ich hier noch schnell einen Unterricht im ECS. Ich mache das deshalb, weil man versteht dann auch meine Idee ein wenig besser. Ja? Also die Forscher, so wie es hier ist, ja, glauben und haben mittlerweile in Form von vielen Studien auch festgestellt und festgehalten, dass die Ursache vieler Krankheiten auf so einem Mangel im Endokannabinoidsystem zurückzuführen sind. Ja? Das ist der sogenannte Dr. Ethan Rousseau, der eben hier ein akkreditierter Neurologe und leitender Forscher im Biotechnologieunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, verschiedene Behandlungsmethoden zu entwickeln. Ja? Brauche ich jetzt nicht vorlesen, lesen kann jeder selber. Hier die bildliche Darstellung, ein Vergleich für die Homöostase, die Aufrechterhaltung. Ja, und hier haben wir diese Regulierung des inneren Milieus des menschlichen Körpers. Ja, das ist so zu verstehen, dass der Mensch ist ausgerichtet, seine Ziele zu erreichen. Bestenfalls lernt er aus Fehlern, will immer wieder was anderes. Er ist auf Veränderung ausgerichtet. Und hier hat die Homöostase natürlich in Kooperation mit dem endokannabinoiden System ständig anzupassen und auszugleichen. Und das Ganze passiert mit diesen Regelsystemen, Kreislauf, Körpertemperatur, wie ich schon erwähnt habe. Und wenn man zum Beispiel jetzt, wir gehen einfach in den Stress, wir brauchen Stress. Ja? Ohne Stress geht gar nichts, es darf nur hart gearbeitet werden und so weiter. Dann macht man zum Beispiel einen Hormonstatus oder Blutbild oder sonstiges und dann sieht man ganz einfach, wie diese Prozesse hier auch überbelastet sein können. Also es sind ohne weiteres auch Störungen möglich, weil es wird ja hier auch von der Psyche her und Willenshandlungen gesteuert. Ja? Es ist so, dass der Körper nicht agiert, er reagiert. Es ist ganz egal, welche Befindlichkeitsstörung der Mensch hat. Es ist in unserem Gehirn der Befehl dazu gegeben. Hier haben wir noch einmal eine bildliche Darstellung, weil ich finde es sehr wichtig, dass man das versteht, die Homöostase. Hier haben wir die Cannabinoid-Rezeptoren. Hier haben wir die Endokannabinoide, also die wir körpereigen haben. Ja?
wie das erste, was entdeckt wurde, das Anandamid und das zweite auch das 2-AG. Ja? Also es ist ein biologisches Gleichgewicht hier und die Phytocannabinoide sorgen dann hier wieder für den Ausgleich. Ja? Die Quintessenz ist, wir brauchen ganz einfach gesunde Nahrung von innen und von außen. Das ist aber nicht nur mit den Cannabinoiden so, sondern das ist mit allem anderen auch so. Und Phytocannabinoide sind jene, die natürlich pflanzlich, ja, rein so wie sie uns in der Natur geboten werden, zur Verfügung stehen und nicht isoliert, eines heraus isoliert, ja, aus der Pflanze. Das ist ganz wichtig, weil dieser Synergieeffekt sehr wichtig ist. Was passiert jetzt, wenn CBD in den Körper gelangt? Egal, ob ich jetzt es sublingual einnehme oder inhaliere oder sonstiges. Ja? Es sind hier diese körpereigenen Cannabinoide da, die für das Glücklichsein und für die Seligkeit zuständig sind. Und das sind die sogenannten Anandamide. Ja? Das ist ein Wirkstoff, der an bestimmte Rezeptoren bindet, ja, und in einer submaximalen Wirkung. Das werde ich aber jetzt nicht genauer erklären, weil es ist ein sogenannter Partialagonist. Was passiert jetzt, wenn Stress ist? Wir haben den Mandelkern, die Amygdala in unserem Gehirn, und dort ist auch unser Stresszentrum. Und wenn wir Stress haben, dann wird Anandamid, also dieses körpereigene Cannabinoid, abgebaut. Das heißt, es wird auch natürlich nicht nachproduziert, ja, wenn ich immer sehr viel Stress habe. Und CBD hindert jetzt dieses abbauende Enzym, das heißt FAA, an seiner Tätigkeit. Dieses abbauende Feststoffwechselenzym hat die Aufgabe, diese abgestorbenen Anandamide, die eben aufgrund von Stress, übermäßigen Stress, da sind, abgebaut werden. Und das CBD verhindert das. Und CBD verhält sich wie ein Chamäleon. Es passt sich an, ja, und sorgt und gleicht aus, ja, für Ausgleich, ganz einfach. Jetzt wird man verstehen, dass viel Stress ganz einfach nicht immer nur im Außen. Man bemerkt, wenn hier Therapeuten sind, werden die mir wahrscheinlich auch beipflichten oder auch Menschen, die jetzt zu Stress neigen und die hier Gäste sind. Es ist oft so, und das wurde sogar von einem Forscher gemessen mit einem Gerät, dieser Stresspegel, und das Menschen, die sehr ruhig vom Erscheinungsbild her sind, mehr Stress hatten als jene, die mit dem roten Kopf und cholerisch herumrennen. Ja? Also man darf das nicht unterschätzen. Und auch wenn man einen Schmerzpatienten hat oder Schmerzpatient ist und man vielleicht auch damit Medikamente eingestellt ist, dann darf dieser Mensch trotz alledem auch Stress haben. Er wird immer in irgendeiner Form Gedanken haben, wo er vielleicht Sorge hat um seine Gesundheit oder an die Nebenwirkungen denkt oder Sonstiges. Ja? Und CBD kann uns hier wirklich sehr unterstützen, wenn ich hier ein Naturprodukt zur Verfügung habe. Noch ganz schnell, da gehe ich dann nicht noch alles im Detail durch, ja? Ein paar Studien und Empfehlungen. Ja? Und hier gibt es eine Studie von Medical Center in Torrance in Kalifornien, wo eben 446 junge Erwachsene in dieser Studie waren und die halt so Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben durch Autounfälle oder Ähnliches. Und es war interessant, dass die Überlebenschancen der Gruppe, die Cannabis eingenommen haben, um 80% größer war. Und hier wird vermutet, dass deren Gehirnzellen eine extra Schicht Neuroprotektion, was man natürlich mit der Cannabispflanze uns zuführen können, mit dem CBD,
zur Verfügung stehen. Ja? Also es ist wirklich interessant. Und wenn wir hier die Sportler nehmen, American Football oder was auch immer, Eishockey, alles, was hier Kopfverletzungsrisiko hat, ja, also ist schon hilfreich und wird auch so empfohlen, um hier pflanzliche Cannabinoide als Unterstützung zu nehmen. Das ist wie ein zweiter Sturzhelm. Aber natürlich auch oft ältere Menschen stürzen unglücklich. Ja. Ich habe da einen Fall in meiner Praxis gehabt, eine ältere Dame, die schon über ein Jahr Cannabis zu sich genommen hat. Ist die Kellerstiege runtergefallen, auch auf dem Kopf, ja, war überhaupt gar nichts, ist alles gut gegangen, ja. Also hier die Neuroproduktion, die Wechselprobleme, Diabetes ist überhaupt das Neueste und Herausragendste bei den Behandlungsmethoden, ja. Immunsystem, natürlich auch Krebs kann hier CBD unterstützend tun, ja. Und vor allem während der Krebsbehandlung. Ja, ADHS, ADS, Alterungsprozess kann verlangsamt werden, umgekehrt werden, antioxidativer Stress, Cannabis hat eine hohe antioxidative Eigenschaft, ist auch ein hoher Anteil an Omega-3, ja, Epilepsie, das waren ja die ersten Dinge, grundsätzlich Schmerzen, ja, hier auch ein bisschen in die Tiefe gehend, wem es interessiert, ja, wo hier das CBD diese CR-Rezeptoren aktivieren kann und dafür sorgen kann, dass die Schmerzempfindung ganz einfach ein anderes ist. Ja. Und vor allem, es kann das natürliche Schmerzempfinden auch ausgelebt werden, ohne dass man jetzt hier extreme Schmerzen hat. Das ist nämlich auch ein wichtiger Prozess, ja, weil viele Medikationen ja hier nur, wie sage ich jetzt einmal, vom Symptom her eine Veränderung bringen, aber nicht von der Ursache her. Depressionen natürlich, ja, da ist auch Cannabigerol sehr hilfreich bei Depressionen. Ja. Also hier noch ein bisschen etwas zum Lesen, bevor ich zu meiner speziellen Aufnahme komme von CBD. Die Aufnahme von CBD ist natürlich vielfältig. Ja? Und wir können es einnehmen. Es gibt wunderbare Balsame und alles Mögliche, Inhalatoren, Kaugummis. Es gibt sehr viel am Markt. Ja? Und ich habe mir gedacht, weil ich auch Körperanwendungen viele, viele Jahre ausgebildet habe, ich bin auch Aromatologin und kenne mich von der Biochemie her da schon ganz gut aus und habe das auch über 20 Jahre einsetzen dürfen. Im Massagebereich bin auch Masseurin, aber praktiziere das nicht mehr. Ich lehre es nur mehr. Und ich habe mir gedacht, ich werde hier die Gentle Spine Care ins Leben rufen. Und ich habe hier die Möglichkeit der Aufnahme in einer Spa-Anwendung entwickelt. Und zwar in einer sehr schönen, sanften Wirbelsäulenanwendung, aber sehr effizienten Wirbelsäulenanwendung, die in jedem Luxus-Spa seine Berechtigung hat. Es soll aber nicht so sein, dass diese Anwendung nur von Therapeuten und Masseure oder Energetiker durchgeführt wird. Sie darf in jedem Haushalt auch einkehren. Ich empfehle immer, zwei in der Familie sollten es können, damit derjenige, damit man sich in Gegenseitigkeit auch machen kann. Ja? Da ist immer nur einer, wird dann in die Ausbildung geschickt und er selber kriegt es dann eher weniger. Also wir können die Cannabinoide am besten aufnehmen über unsere Schleimhäute. Ja? Also unter der Zunge 90 Sekunden das Öl drunter halten. Ja? Und dann darunter schlucken. Ja. Ich kann es über die Haut natürlich auch aufnehmen, wenn ich hier zusätzlich noch verschiedene Wirkstoffe zu mir nehme, also verwende dazu. Und als Transport sind hier natürlich therapeutische Öle angesagt. Ich bin grundsätzlich
war ich, also meine Motivation, das zu schaffen, ist ganz einfach die, weil ich im Network Marketing natürlich auch bin und ich hier sah, dass man mit etwas Gutem, was den Menschen dienlich ist, auch einen guten Multiplikator hat. Und für mich war aber in erster Linie wichtig, dass es für den Menschen hilfreich ist und vor allem, dass Therapeuten ein neues Angebot haben in ihren Praxen. Und ich bin bei Medical Mariana und im Vertrieb natürlich auch und unterrichte das auch. Und als Tepperwein-Trainerin habe ich mit dem Heinz gesprochen und gesagt, du, ich kenne euer Produkt schon ein wenig, ich habe es auch gespürt. Es fühlt sich anders an, aber trotzdem gut. Und für mich kommt nur etwas in Frage, wo ich dahinter stehen kann, wo ich wirklich sagen kann, ja, das passt zu mir und in mein Institut. Weil der Mensch, der hier auf der Liege liegt und an der Wirbelsäule wird gearbeitet, hat Vertrauen zu mir und er hat das Höchste und Beste verdient. Und als Tepperwein-Trainerin habe ich gesagt, okay, Tepperwein ist für mich etwas. Und ich habe dann den Heinz gefragt, du, ist euer Hanf, wächst ja in der freien Natur oder in Hallen? Und das war für mich das Ausschlaggebende, dass ich gesagt habe, gut, ich schaue jetzt einmal, wie das Interesse bei Kollegen der Tepperwein Collection vorhanden ist, diese Anwendung auch zu lernen und das CBD den Menschen über die Wirbelsäule zur Verfügung zu geben. Das heißt, ich habe diese Anwendung nun nicht nur Medical Mariana gewidmet und seinen Produkten, sondern auch der Tepperwein Collection mit den nötigen Produkten, die für die Anwendung erforderlich sind. Ich kann jetzt mit dieser Anwendung die Aufnahme von CBD über die Wirbelsäule manuell geschehen lassen. Das heißt, es wird hier mit dem CBD gearbeitet, es wird eine eigene Rezeptur zubereitet, jetzt gemeinsam mit Salbe, mit Balsam. Es werden drei ätherische Essenzen, die ich in der Schulung mit habe, die jetzt nicht erhältlich sind in der Tepperwein Collection, die aus einer Zusammenstellung von DCM-Kräuter und therapeutischen Ölen besteht. Es sind drei, die sich hier als Kernstück zusätzlich zum CBD herausgestellt haben. Wir arbeiten auch mit Kokosfett, welches man dann mitzunehmen hat, ja, vom DM oder wie auch immer. Also es gibt eine eigene Utensilienliste, die bei der Ausbildung dann auch zu beachten ist, und natürlich auch mit Heimstudium, aber da komme ich noch dazu. Die Wirbelsäule ist ja, also wie die Bandscheibe zum Beispiel, ist ja auch das einzige Organ, welches sich nicht selbst durchblutet. Aber an der Wirbelsäule liegt unser ganzes Leben. Wie die Wirbelsäule gebaut ist, wie sie aussieht, gibt Aufschluss darüber, über unsere Kraft, über unsere Standhaftigkeit, wie stehen wir im Leben. Wenn man die Segmentzonen ein wenig kennt, ja, so hat die Wirbelsäule Verbindungen zu unserem gesamten, zu unserer gesamten Organisation auf der psychischen Ebene und auf der organischen Ebene natürlich auch, ja. Und da habe ich mir gedacht, werde ich etwas entwickeln und das habe ich geschafft. Und ich habe 2019 die ersten 25 Practitioner ausgebildet in Bad Radkersburg. Es waren durchwegs Therapeuten, aber die Reaktion war sehr stark, zu stark. Die Therapeuten, die dort waren, konnten damit umgehen, haben es auch gut gefunden, aber ich habe gesagt nein. Weil wenn ich jetzt am Otto-Normalverbraucher, am Klienten arbeite und er bricht dann und lasst los in dieser Form, der kommt einmal und nie wieder. Und es kann nicht jeder mit diesem Prozess in dieser Form umgehen. Ich habe dann noch 1,5 Jahre gearbeitet daran,
habe wieder neue Leute hergenommen, die Anwendung durchgeführt und habe dann voriges Jahr die nächsten 20 Leute ausgebildet und das war jetzt perfekt. Also die Gentle Spine Care ist jetzt auch eine Marke, sie ist beim Patentamt bereits eingereicht und ich bin bestrebt, sie eben diesen beiden Firmen von den Rohstoffen her zu widmen und wird natürlich auch im Zertifikat so festgehalten. Die Gentle Spine Care ist vom Gewerbe her für Humanenergetiker geeignet, also man braucht auf gar keinen Fall ein Massagegewerbe, aber natürlich für Masseure, Heilmasseure, alles was jetzt Therapeuten heißt, ein sehr hilfreiches Werkzeug, ja, in der Praxis. Die Menschen lassen sich die Gentle Spine Care geben, einfach als Wellness und als Stärkung, als Gesundheitsvorsorge. Aber die Erfahrungsberichte, die jetzt mir meine Practitioner schon bringen, gehen schon wirklich sehr intensiv in die Richtung, dass die Leute kommen mit Schmerzen, ja, und sich das ganz gut verabschiedet. Ja. Also wir haben hier einen ganz hervorragenden sogenannten Entourage-Effekt. Ja. Weil hier natürlich die Natur mit der Intelligenz Gottes kommuniziert und die Methoden und die Griffe und Streichungen, die stattfinden, kommen aus dem Ayurvedischen, kommen auch ein Teil aus der Klassik, von den Lakota-Indianern. Also es ist etwas sehr Schönes, Harmonisches entstanden. Die Ausbildung zum Gentle Spine Care Practitioner ist 2 Tage, findet in Bad Datzmannsdorf statt, im Burgenland. Die Ausbildung ist sehr kurz, sie ist effizient und die Voraussetzungen für den Besuch dieser 2 Tage sind dann hier. Das heißt, zuallererst einmal überlegen, man kann mich natürlich auch kontaktieren und mir Fragen stellen noch. Ein bisschen etwas gibt es auch auf der Webseite zum Lesen. Anmelden beim Institut, Überweisung der Lizenz und des Seminarbetrages, den habe ich sehr gering gehalten, sage ich jetzt einmal, weil es schon mein Wunsch ist, dass das in die Haushalte hinein kann. Es sind 360 Euro, man bekommt das auch bestätigt. Dann werden virtuell die Unterlagen fürs Heimstudium gegeben. Also der nächste Termin für die Ausbildung, jetzt Sommertermin, ist 30. 31. Juli in Bad Datzmannsdorf. Von 9 Uhr in der Früh bis 17, 18 Uhr eher einplanen im Café Hotel Simon. Auf Wunsch sende ich dann auch diese Veranstaltungsdaten zu. Heimstudium schaut so aus, dass ich Schulungsunterlagen entwickelt habe, wo grundsätzlich über den Hanf, über das ECS, Indikationen, Kontraindikationen, ja, alles in den Unterlagen festgehalten ist. Und darüber habe ich einen Fragebogen ausgearbeitet, den man mir dann nach Ausarbeitung bitte per E-Mail übermittelt im PDF-Format. Man bekommt auch Unterlagen für die Praxis. Also wir gehen dann diese 2 Tage hauptsächlich in Praxis auch vor. Also wir arbeiten in Gegenseitigkeit, aber natürlich besprechen wir immer noch auch Teile der Theorie. Ich bin für Fragen da und wenn man dann möchte, kann man auch einen Zoom machen, gemeinsam mit den Praktikern, wo man dann gewisse Fragen auch noch stellen kann. Und es ist auf alle Fälle in der Facebook-Gruppe, ist eine geheime, private Gruppe, die Spa-Practitioner, wo hier Erfahrungsberichte hineinkommen, man dort die ganzen Seminarunterlagen findet. Man kann sie auch per E-Mail zugeschickt bekommen, es wäre aber doch ein bisschen umständlich, weil es sehr umfassend ist. Ja. Und ja, in dem Augenblick, wo die Übermittlung der Fragen stattgefunden hat, hat man dann die Voraussetzungen erfüllt. Man bekommt ein Zertifikat als Gentle Spine Care Practitioner, ist dann befähigt und befugt, diese Methode am Klienten durchzuführen unter Verwendung der Produkte
von der Depperwein Collection ausschließlich und Medical Marihuana. Ja, ja. Also ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schaue jetzt mal nach. Oh, es sind 10 Personen reingekommen. Sie sind noch immer da. Also sage ich jetzt einmal, habe ich gute Chancen, dass ihr alle zufrieden wart mit mir. Ich stehe jetzt auch noch für Fragen zur Verfügung. Ja, hier sind meine Kontaktdaten. Kann man gerne fotografieren auch. Gell? Ah, das Besser, das habe ich bitte 2S natürlich, da habe ich mich vertippt. Ich habe heute ganz schnell diese Präsentation gemacht. Ja. Und ich sage jetzt...